Bro, what the f- Es ist zwar schon 22 Uhr, aber dennoch würde ich jetzt mal vorschlagen, dass wir so ein bisschen auf entspannt, ich will nicht sagen shoppen gehen, aber zumindest so ein bisschen bummeln. Mal gucken, wo die Reise hinführt. Haben wir lange nicht mehr gemacht. Abseits von Farfetch, abseits von irgendwen. Einfach ein bisschen Stores, Online-Stores abchecken. Gucken, was so geht. Gucken, was für neue Pieces da sind. Gucken auch, was im Sale ist. Ja, ihr wisst, das ist so ein bisschen wie Schlendern. Ihr geht so durch Düsseldorf, durch Köln, Berlin, München, weiß der Kuckuck. Und guckt so ein bisschen ins Schaufenster, steppt vielleicht in den einen oder anderen Laden rein, zieht etwas an, lässt es bleiben, nimmt vielleicht für einen guten Kurs mit. Spontan halt, wisst ihr, ich meine, spontan. Ich frage erstmal in die Runde, was für einen Store wollen wir uns überhaupt angucken? Wir sliden heute mal rein bei Sivas de Calzo. Sivas de Calzo ist ein Online-Shop, der seinen Ursprung in Spanien hat. Bedeutet übersetzt, damit er auch was mitnimmt, als oder wenn du barfuß läufst, mäßig. Falls du barfuß gehst, fast irgendwie so sinngemäß, wisst ihr, wie ich meine? Und da gibt es aber auch wilde, wilde Brands. Ist no cap on my rap, ihr wisst, wie das läuft. Kleidung, die haben viele Sneaker-Sachen und so, zum Gedöns, aber die haben auch nice Brands. Ich würde mal vorschreiben, wir sliden einfach mal rein mit Kapital. Strickpullover, der Kollege hier, sehr, sehr verrückt, sehr, sehr verrückt. Sag ich euch ehrlich, sehr, sehr verrücktes Moped. Gibt mir so ein bisschen Carlo Colucci-Vibes. Wisst ihr, was ich meine? Aber nee, muss jetzt auch nicht sein. Wir gucken uns ein bisschen was an. Wisst ihr, das ist halt das Nice beim Bummeln. Da muss man nicht, da kann man aber. Ja, hier auch cool. Definitiv wildes Piece. Ah, ja, doch. Nice, gefällt mir. Gefällt mir. Das will ich sehen. 570 Glocken. Ich glaube, Justin hat den, glaube ich, mal gekauft oder so, ne? Kann das sein? Hosentechnisch hat Kapital extrem, extrem nice Hosen. Die Jacke ist ja auch unfassbar wild. Boah, Chat. Ah, hinten. Warum denn hinten das, Bro? Das Muster ist so schön. Gib mir Loki Dries-Vibes. Aber dann hinten, weiß ich nicht. Hinten sieht es aus so, keine Ahnung, wie so, weiß ich nicht. Es gibt so einen Ort, der heißt in Portugal Fatima. Da soll, glaube ich, mal irgendwer aufgekreuzt sein, so auf Erscheinung angelehnt. Wie nennt man das? So ein Fatima. Portugal. Jeder Portugiese wird diesen Ort kennen. Wallfahrtsort. Und Loki verkaufen die diese Merch-Artikel dann da in den Straßenrändern. Die Kollegen haben wir sogar noch, Chat. In lila. Immer noch ein sehr, sehr sexy Piece. Immer noch sehr, sehr sexy. Hier mit dem blauen Ton auch für die Jahreszeit sehr krass. Aber die Sachen, by the way, fallen auch sehr, sehr klein aus bei Kapital, muss man dazu sagen. Wartet mal kurz. Kommt der clean? Bro. What the fuck? Vorne mit diesem Bleaching gefällt es mir gut. Aber hinten dann komplett reingeschissen. Kann mir gestohlen bleiben. Also, ihr müsst wissen, Kapital fällt sehr, sehr klein aus. Wie gesagt, ist eine asiatische Brand. Und die Herrschaften drüben sind ein bisschen kleiner gewachsen als wir hier in Europa. Deswegen muss man da meistens eine oder zwei Sizes abgehen. Kapital war jetzt, ehrlich gesagt, weiß ich nicht. Machen wir weiter mit Earl ERL. Was sagen wir eigentlich zu dem Hoodie? Was sagen wir zu dem Hoodie hier? Ich habe den jetzt schon das ein oder andere Mal auch bei vielen, also bei vielen auf Instagram gesehen. Guck mal, jetzt mal no joke. Das Konzept so simpel, ne? So simples Konzept, aber geil gemacht. Geil gemacht. Ich bin jetzt kein großer Fan jetzt explizit von dem Colorway, aber so vom Konzept her schon nice. Wirklich schon nice. Ich würde den ganz gerne in diesem braunen Ton vielleicht catchen. Chat, was sagen wir zu dem hier? Ich glaube, der kommt nicer, beziehungsweise ist alltagstauglicher, oder? Social Media Hoodie schreibt einer im Chat. Ja, ich weiß, was du meinst. Der ist ein bisschen overhyped, will ich jetzt nicht sagen, aber schon so ein bisschen. Aber welcher wäre denn euer Favorit, Freunde? Weil dann habe ich hier direkt, weiß ich nicht, ob das jetzt ein potenzieller Kopf ist. Ich brauche jetzt erstmal eine kleine Abstimmung von euch. Welcher dieser beiden Hoodies gefällt euch besser? Einmal hier dieser lilane mit diesem Pink, Peach Ton schon fast. Also, das ist ja eher so ein Flieder. Oder dieser beige-braune. Aber der Chat ist eigentlich meiner Meinung. Also 68%, 67% sind für den braun. Okay, ich packe den erstmal hier auf unsere, ich nenne es jetzt nicht mal potenzielle Cops, einfach auf unsere Beobachtungsliste. Unsere Beobachtungsliste. Derweil machen wir hier mit der nächsten Brand weiter. Gut ist auch hier, dass ein bisschen was im Sale ist. Das heißt, Snapchat Pad kommt hier vielleicht auf seine Kosten. Hier so eine Tasche. Tasche wahrscheinlich. Track Jacket. Sieht eigentlich interessant aus, aber
Na, brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Wisst ihr, was ich aber jetzt no joke gebrauchen könnte? Einen schlichten, oder was heißt schlichten, aber einen schwarzen Hoodie. Ich habe einen, den ich relativ oft anhabe, aber so als kleine Alternative könnte ich das eigentlich ja mir mal zulegen. Der hat hier vorne keine Pockets, zumindest ja nicht die, die ich jetzt angedacht habe. Das sind zwar so versteckte Taschen, aber das ist jetzt nicht das, was ich unbedingt, ja, wonach ich auf der Suche bin. Boro ist auch mal immer wieder eine Brand, wo es den einen oder anderen Hingucker gibt. Gerade bei den Schuhen, Freunde, ihr wisst, der Salomon, unfassbar sexy Schuh. Habe ich ja in den grauen Colorway mir gezogen. Leider bis heute immer noch kein einziges Mal angehabt. Ne? Das ist so schade. Aber ich bin mir sicher, wirklich bin ich mir sicher, dass ich den, ja, jetzt, wenn das Wetter wieder besser wird, dass ich den sehr oft trocken werde. Der Colorway auch nicht schlecht, aber ich sagte euch ehrlich, meiner gefällt mir besser. Raph Simmons, usually what I'm dressed in. Also, dass die Treter hier im Sale landen, wundern mich absolut gar nicht. Aber ich habe wirklich von Anfang an gesagt, fallen mir gar nicht. Eine Mischung aus einem Boot und einem Sneaker. Schwierig, ganz, ganz schwierig. Das war's auch schon. Die haben anscheinend von Raph Simmons nur Schuhe, keine Klamotten. Können wir gleich nochmal abchecken. Dann Rick, der ist unfassbar krass. Er ist unfassbar, unfassbar heavy Boot. Irgendwo habe ich den bei Yaya oder so gesehen? Bei irgendwen habe ich den diese Woche noch auf Instagram gesehen. Freunde, was ist das bitte für ein krasser Boot? Da sammelt sich da das Wasser im Mund zusammen bei mir. Es ist Baba-Baba-Ding. Das sieht aus wie ein Schuh, wie die Leute anhaben, wenn die so auf Metzger, ja, ein bisschen Tiere, ne, ausbluten lassen. Nur in weiß. Die haben dann so ein weißes Kittel an. Weißen Kittel, weiße Hose, weißes T-Shirt und dazu so weiße Schuhe. Die sehen genauso aus wie die Treter hier. Oh, Feierabend. Kommt auch auf jeden Fall auf unsere Beobachtungsliste. Krass, krass, krass. Den gibt es auch so, so als quasi Chelsea Boot. Aber nein, der andere ist heavy. Der andere ist geiler als der hier. Ja, aber ansonsten haben wir uns eigentlich schon die wildesten Rick-Pieces immer zugelegt, ne? Generell Oberteile bei Rick eher schwierig, weil die meistens lang geschnitten sind und ich bin nicht immer so der große Fan davon. Deswegen gehen wir hier nochmal bei Dark Shadow rein, gucken, ob hier irgendwie noch was mit dabei ist. Aber ich glaube, da werden wir leer ausgehen. Hier sogar ein bisschen was im Sale, aber I told ya, das war nichts. Wir gehen aber direkt oder bleiben drin und checken uns LNCC. Auch so ein kleiner Store, was heißt klein? Ein Store, den vielleicht nicht jeder auf Anhieb auf dem Schirm hat. Aber die haben auch eine sehr, sehr wilde Collection. Ich feiere den so des Todes. Der ist geisteskrank. Das ist ein Boot, Freunde. Den muss ich früher oder später irgendwann in meiner Sammlung haben. Und ich sage euch ehrlich, da gebe ich euch zu, dass der Rick schwächer ist als der hier. Ich will lieber den haben von Balenciaga als den von Rick, auch wenn er doppelt so teuer ist. Weil der ist unfassbar clean. Der ist unfassbar. Braucht den unbedingt. 41. Freunde, besorgt mir den bitte. Ich brauche den unbedingt. Wenn wir gerade schon dabei sind, dann kann ich auch die hier gebrauchen. Weil die hier im Sommer bist du am Strand und willst so eine Bootstour machen für den sicheren Halt, brauchst du die halt Facts. Bro, kennt ihr diese Karl S. Schuhe, wo einfach jeder C seinen eigenen Space hat? Füßlinge oder so heißen die. Bro, das gibt mir Loki diese Vibes, wirklich. Was, welcher Mensch gibt für diese Schuhe 550 Euro aus? Also, weiß ich nicht, ey. Das ist ja hier wirklich aller unterste Schublade. Machen wir weiter mit den New Arrivals. Aber auch wilde Brands, ihr seht es. Yoshi Yamamoto, Otto Linger, Magella. Also, der Store ist nicht von schlechten Eltern. Auch ein unfassbarer Hoodie. Wow, ich habe gerade noch gesagt, dass ich einen schwarzen Hoodie brauche. Was ist mit dem hier, Chat? Was ist mit dem hier? Der ist Psycho, oder? Boah, ich glaube, ich ziehe mit dem. Chat, was sagt ihr? Was sagt ihr? Chat, was sagt ihr? Sorry fürs Rumgeschreie. Aber ich bin hier gerade überwältigt. Boah, Freunde, ich ziehe mit den. I don't care. Wir kommen der Sache hier langsam näher. Ah, das freut mich doch hier. Ich hab doch gesagt, wilder Store, Freunde. Warum glaubt ihr mir denn immer kein? Was ist denn los mit euch? Balenciaga Super Oversized Jacket für 4 Kilo, Freunde. Groß Mahlzeit an der Stelle. Man darf natürlich jetzt auch nicht vergessen, dass mehr oder weniger der Sommer vor der Tür steht. Das heißt, Jacken, ja, wobei, Jacken gehen immer. Komm, was mache ich mir? Was will ich mir? Versuche ich mir gerade einzureden. Hier sind Leute, die kaufen Schals im Sommer, T-Shirts im Winter. Juckt auch nicht.
solange es das Piece nice ist, solange man vielleicht sogar den einen oder anderen Euro sparen kann, sliden wir da rein, ja? Dann mache ich, sag ich so, wie es ist. Die ist sexy. Die ist sexy, die Pants. Aber 900 Glocken für eine schwarze Cargo, Bro? What the fuck? Aber jetzt ohne Witz, die hat einen nice Fit. Die sieht super wild aus. Bloß der Preis schmeckt gar nicht, Chat. Das schmeckt gar nicht. Aber hey, die ist wild, oder? Es gibt schwarze Pants und es gibt schwarze Pants. So, und das ist eine schwarze Pants. Wisst ihr, wie ich meine? Ist jetzt nichts für mich. Werde ich auch nicht auf die Beobachtungsliste packen. Aber es ist ein nices Piece. Ich würde vorschlagen, wir changen nochmal die Location. Chat hat gerade Antonioli vorgeschlagen. Aber auch hier gucken wir wieder unter Herren und dann Neuankünfte, was die so mit von der Partie haben. Y Project gerade schon bei dem anderen Store gesehen. Genau denselben Sweater. Es gibt ja wirklich viele Sachen und ihr wisst es, was ich appreciate. Und wir haben auch wirklich den Knacks. Da, komm, muss man hier auch nicht, ne, verneinen. Wir haben den Knacks. Wir geben auch gerne für komische Klamotten, geben wir gerne viel Geld aus. Aber, meine Freunde, wer für einen Armreif, für so einen Halloween-Armreif von Raf Simmons knapp einen Taui bezahlt, ja, der hat sie wirklich, der hat nicht mal alle Latten im Zaun. Der hat nicht mal alle Latten im Zaun. Plus, dann ist dieses Ding, da könnte ich mich schon wieder aufregen, ja, aus Messing. 100% Messing. Freunde, wen wollt ihr eigentlich über den Tisch ziehen? Das Ding hat Produktionskosten von 20 Euro, 30 Euro. Da wäre ich hier wieder sauer, ne? Oh, das T-Shirt ist wild. Wildes T-Shirt. Das ist nice. Aber wer hier schon wieder den Preis gemacht hat, der sollte hier eingesperrt werden. Freunde, T-Shirt ist wild. T-Shirt ist insane. Oha. Freunde, was sagt ihr zu diesem T-Shirt? 588 Euro für eine T-Shirt? Aber Konzept ist krass. Freunde, ihr wisst ja, ich bin so, ich mag so verrückte T-Shirts. Mit ADR, das letzte T-Shirt war auch so. Mit so einer Schleppe dran und hier ähnlich. Fühle ich. Aber preislos, deswegen kommen das ganz schnell weg, bevor wir noch auf dumme Gedanken kommen. Ja, Freunde, wenn ihr mal einen Berufsunfall hattet und euch ist vielleicht ein Finger abhanden gekommen, könnt ihr euch hier direkt einen Ersatzfinger ziehen. Oh Mann. Aber eigentlich ganz nice, wenn man irgendwie vielleicht keine Fingerabdrücke hinterlassen will. Ja, kann man vielleicht mal drüber nachdenken. Oh Mann, Bro. What the fuck? So ein Piece wollte ich hier aber schon immer mal haben. Gott sei Dank können wir es hier jetzt endlich kaufen. Die gute alte Off-White Shorts. Ja, für 346 Euro. Bitte in allen Größen. Dankeschön. Wild. Oha. Bro, großes. Krass. Farbe kann man sich natürlich drüber streiten. Oh, krasses Piece. Ehrlich, krasses Piece. Das ist so ein richtiges, so Red Carpet. So eine Red Carpet Hose. Krasses Ding. Ich super gerne mal ein Outfit zu machen, also mich damit einkleiden sozusagen oder jemand anderen. Weil das hat, ja, Fundament für was Wildes. Komm, hier aber nochmal ein paar verrückte Pieces hier jetzt am Start. Nicht so, ey Bruder, komm, wirklich. Kann man die Dinger hier auch löschen einfach aus dem System? Das ist nicht deren Ernst, oder? Wir haben bei den Neuankünften einfach den Off-White-Gürtel am Start. Oh, Bro, war, wisst ihr, wer hier Einkäufer war? Josué von Teaching Man's Fashion. Der hat einfach, treibt er hier sein Unwesen, der kleine Bursche. Oh, Mann. Oh, Mann, der verfolgt uns. Bro, what the fuck? Ey, Jungs! Ich hab hier hinten so eine Mehrfachsteckdose. Ja? Hier diese Mehrfachsteckdose. Ich verkaufe die euch jetzt für den exklusiven Preis für 140 Ocken. Wer hat noch nicht, wer will nochmal? Meinen die das ernst? Nur weil da so ein paar Kugeln dran gefetzt wurden? 260 Ocken? Ja, zum Glück hat er immerhin den On- und Off-Switcher. Imagine, du kaufst die Rotze. Sieht einfach legit so aus, als hättest du das deine dreijährige Tochter im Kindergarten gemacht und wollte dich damit so übers Ohr hauen. Hier, Papa, habe ich für dich gemacht. Und denkst du so, bruh, bitte nicht. Oh mein Gott, Alter. Manche Sachen sind wirklich lost. Oh Mann. Geil. Feier ich. Ehrlich, feier ich wirklich. Ja, aber ansonsten war da jetzt auch nichts so krasses dabei, sag ich ehrlich. Komm, hier jetzt nochmal einen letzten Store hier aber mal. Komm, Matches Fashion. Ich bin aber auch froh, bin ich. Sag ich euch so, wie es ist.
mit unserer Ausbeute. Wir haben 2 coole Hoodies gefunden. Ich glaube, vielleicht werde ich mir sogar beide ziehen, weil aktuell braucht man einfach sehr viele Hoodies und ich bin immer mal wieder auf der Suche nach welchen. Und wir haben einen schwarzen gefunden, der halt mehr vom Cut überzeugt und einen bunten oder braun, der halt mehr, ja, ein bisschen farbenfroh ist. Mal gucken. Ich will noch nicht aufgeben, vielleicht finden wir ja hier noch was Verrücktes. Aber ich sag ehrlich, jetzt so Just In ist jetzt nicht so das Wahre. Ist jetzt nicht, dass ich da irgendwie sonderlich geflasht bin von den Sachen, die mir hier präsentiert werden. Das ist mehr alles, ja, die Pieces, von denen wir eigentlich Abstand halten wollen. Nee, ich krieg auch gerade schlechte Laune. Ich krieg gerade echt schlechte Laune. Ich gebe jetzt hier der Seite noch eine Chance. Hier. Die letzten Produkte. Wenn da nichts dabei ist, dann können die uns auch hier wirklich gestohlen bleiben, ne? Bruh. You kidding me? Ja, gut. Hier, endlich mal ein cooler Boot. Den haben wir gerade schon gesehen. Nee, Bro. Nee. Komm. Wirklich. Weg damit. Krieg schlechte Laune jetzt wegen denen, ey. Freunde, ich bin ehrlich zu euch. Unfassbar nicer Boot. Geisteskrank. 1,7. Eklig teuer. Den beobachten wir, wenn er im Sale landet. Ansonsten... Viel interessanter finde ich dann die Hoodies, die wir gesehen haben. Der hier ist insane. No joke, den werde ich mitnehmen. Den werde ich safe mitnehmen. In der Größe L werde ich mir den ziehen. Der ist super krass. Der ist super, super krass. Ist auch, glaube ich, voll mein Ding. Und bei dem bin ich mir noch ein bisschen unsicher. Ansonsten haben wir jetzt bei dieser Bummeltour nicht wirklich was gefunden. Also so, boah. Aber ich würde vorschlagen... Dafür, dass es eine Bummler war, haben wir wieder genug Geld ausgegeben, weil den Hoodie der Weg gezogen. Alles andere behalten wir, ne? Mit einem Fernglas in Beobachtung, Freunde. Mit einem Fernglas. Wichtig.